Annika und der Lesehund von Lisa Papp. Annika findet Lesen doof. Bücher, Zeitschriften, Werbeplakate, sogar die Schrift am Spielwarengeschäft findet sie doof. Das kleine Mädchen mag keine Buchstaben. In der Schule drückt sich Annika vor dem Lesen. Es will einfach nicht klappen. Leider bekommt sie deshalb auch keine Sternchen von der Lehrerin. Noch nicht einmal einen Smiley. Herzchen bekommt sie. Das bedeutet, versuch es weiter. Annika wünscht sich so sehr einen Stern für gutes Lesen. In der nächsten Schulwoche bekommt sie am Montag, am Dienstag und sogar bis Freitag keinen Stern, nur Herzen. Am Samstag geht Annika mit ihrer Mutti in die Bibliothek. Lesen ist doof, doch der Leselöwe hat eine Idee. Er nimmt sie mit in den Lesesaal. Dort lesen Kinder den Tieren etwas vor. Annika wird einem großen Hund zugeteilt, dem sie etwas vorlesen soll. Sie nimmt sich ein Buch. Doch die Buchstaben bilden für das Mädchen keine Wörter. Der große Hund stupst Annika an. Sie soll es weiter probieren. Vorsichtig, ganz leise setzt Annika Buchstaben zusammen. Jetzt bilden sie Wörter und sogar ganze Sätze. Freudig liest sie weiter. Gerne geht Annika samstags jetzt in die Bibliothek. Das Lesen wird immer besser. Lesen ist nicht mehr doof, es macht Spaß. Der Lesehund hat viel Geduld und ermutigt Annika immer weiter zu üben, bis es gut klappt. Nun traut sich Annika, auch der Klasse etwas vorzulesen und erhält ihren ersten Stern.